Ach Leute, ich begrüße euch alle zurück hier bei Dragon Age Inquisition. Ich muss sagen, die Szene hier gerade mit diesem Gras, mit dem, ja, sieht beinahe aus wie Weizen, erinnert mich sehr an einen der ersten Gameplay-Trailer, die ich damals von Dragon Age Inquisition gesehen habe, wo Sarah müsste es sein, mit den Händen durch eine solche Wiese läuft und ich sehe hier gerade einen Aussichtspunkt. Muss ich direkt dran denken. Ich komme sofort da unten. Zweite erhabene Marsch. Denk mir dafür den zweiten Marsch. Lindiranas Untergang. Erinnert euch an den Sieg in den Dales. Die Elfen waren mordlustig und wild, da sie von der Gnade des Erbauers nicht beschienen waren. Die wildeste von ihnen war Lindiranai, die großartigste Klinge Evanura führte. Sie blieb bis zuletzt standhaft, doch dann traf sie auf Sir Brandis, den Silberhelm, und wurde besiegt. Und mit Lianrandra fielen die Dales. Der Name war falsch ausgesprochen. Wir wollen hier mal ganz schnell helfen. So. Einen Händler könnten wir übrigens auch bald gut gebrauchen, aber ich denke mal, im Notfall haben wir immer noch einige Gegenstände, die wir ohne Sorge, ohne Probleme zerstören können. So, soviel dazu. Was haben wir hier? Schön übrigens, dass jetzt überall unsere Truppen umherstreifen. Gibt dem Ganzen ein bisschen mehr Sicherheit. Elfenwurzel. Flechtrebnessel. Hatten wir auch noch nicht. Gefundene Samen 14 von 19. Ah ja. Überall Skelette, überall Leichen. Das ist so grausam hier alles. Das ganze Gebiet ist ein einziges großes Schlachtfeld, aber vielmehr ein Mahnmal, ein Grab als ein Schlachtfeld. Aber ist nicht jedes Schlachtfeld ein Grab, frage ich mich gerade. Ach, zu dem Thema könnte ich mich mehr als genug auslassen. Dazu gibt es sicherlich geeignetere Spiele als Dragon Age Inquisition. Ich habe übrigens sowieso Interesse daran, bald mal ein Spiel zu spielen, wo ich viel, viel mehr über Themen reden kann, die vielleicht gar nicht so viel zur Sache tun. Boah, ihr Armen, die hier stationiert sind. Hier sind wirklich Leute stationiert. Ihr Armen, hier direkt bei den Leichen, seht's euch an. Muss ja grausam sein. Boah, Leute. Das zerrt total an mir, das Gebiet, weil hier einfach alles trostlos und tot aussieht. Hier, seht's euch an. Da überall noch die Knochen drin liegen, obwohl wir das Schlimmste bereits verbrannt haben. Schutz der Inquisition, schön wär's. Da war es nur noch eine. Jetzt müssen wir wieder irgendwie hier aus den Palisaden herausfinden. Das ist ja auch immer so ein Spaß. Also das Gebiet hier könnte man noch ein bisschen verbessern von den ja, Levelbegrenzungen her. Ach, da kommt man eh nicht durch. Warum versuche ich es überhaupt? Oh Mann. Aber okay, eine Scherbe noch, dann können wir in Richtung unserer Aufgabe gehen. Der Controller ist angeschlossen, Dankeschön. Jedes Mal. So. Einmal hier runter. Einmal um die Kurve. Und dann fehlen uns noch genau 5 Scherben, dann haben wir alle gefunden. Riel. Was für ein passender Name. Riel Stiel. Ich werde aus euch einfach nicht schlau, Sarah. Na, das ist ja mal eine Überraschung. Ihr habt einfach irgendwann einen Bogen in die Hand genommen und puff, wart ihr eine Meisterschützin. Ihr seid wirklich ein Savant. Ein was? Ein Savant, ein Naturtalent. Es tut
bedeutet, ihr brauchtet keine Ausbildung. Was geht euch meine Ausbildung an? Ich frage euch doch auch nicht, ob euch von Natur aus Feuerbälle aus dem Arsch schießen. Oder nur Meinungen. Ich werde es mir merken. Ich glaube, Dorian hat durchaus Interesse. Oh. Hat durchaus Interesse an unserer guten Sarah. Aber das funktioniert nicht ganz so gut. Da sie Dorian für einen schmarotzerigen, Schmarotzer trifft sich ganz, für einen überzogenen Adligen hält oder ja, für einen vermögenden überzogenen, den sie aber mag prinzipiell, aber dennoch aufgrund seines ja, Auftretens eben nicht so ausstehen kann. Soll man das beschreiben? Also mit ein bisschen Mühe ist das hier alles durchaus machbar, oder? Ihr seht das, mit ein bisschen Fingerspitzengefühl kommt man hier überall hin. 96 ist jetzt nichts so Besonderes. Eine Scherbe. Dankeschön. So, das war die ich noch haben wollte. Und jetzt können wir hier hochgehen. Andere Seite, andere Geschichte. Wir wollen Bescheid geben, dass wir die Gräben gesichert haben. Betritt Fort Revasan. Da oben ist es. Hallo Freunde, das scheinen dann die Olesianischen Truppen zu sein. Wir stehen ja mit den Olesianern bis jetzt ganz gut eigentlich. Daher wollen wir natürlich auch versuchen, sie zu unterstützen. Leute, wenn ich ehrlich sein darf, ich muss raus aus dem Gebiet hier. Das frustriert, das zerrt an mir, weil das so... ich hasse so Gebiete, so Kriegsgebiete. Furchtbar. Da war aber ein Fragezeichen. Zwei Fragezeichen. Einmal bitte knacken. Und einmal bitte knacken. Das Gebiet zerrt an mir, weil das so trostlos ist. Noch, also, ich meine, wir waren ja schon in den ganzen Ödnissen und den Wüsten, aber das ist wirklich nochmal so der Hammer. Ui, ausgezeichneten Gürtel müssen wir mitnehmen. Wir können sowieso mal nachsehen, wir haben sehr, sehr, sehr viel Pull dabei, das weiß ich auch. Zum Beispiel, das kann weg, der kann weg. Das kann weg, der Stab kann weg, Messer kann weg. Von den Werten her nicht schlecht. Altelfenrobe übrigens, Dorian. Was sagst du dazu? Nur für Elfen. Also, für... Moment. Sarah? 159. So. Dann sollten wir auch jetzt wieder ein paar Gegenstände mitnehmen können. Wir müssen einfach zusehen, dass wir nur noch die einzigartigen Gegenstände mitnehmen. Der Rest, vor allen Dingen hier in den Gebieten, lohnt sich von den Werten her auch gar nicht. Versperrt uns nur Platz für deutlich wertvollere Gegenstände. Da ist das Fort selber, das weiß ich, aber wir wollen erstmal zusehen, dass wir hier die Türme erkunden. Okay, hier gibt es nicht viel zu erkunden. Aber ich frage mich gerade, wo das hier hinführen wird. Okay, Frage beantwortet. Nein, wir wollen erstmal ins Fort selber. Betritt Fort Revasan haben wir immer noch nicht gemacht. Ich würde sagen, erstmal begrüßen wir hier die Olesianischen Truppen, die wir ja schon fleißig unterstützt haben. Ach Gott, was ist hier denn los? Mitten in eine Verteidigungsaktion hereingeplatzt. Ich komme sofort, Leute.
Boah, wir helfen mal hier hinten. Tja. War ja jetzt nicht so das große Problem. Aber das Fort wurde belagert. Ich hoffe mal, dass innen drin die Lage noch entspannt ist. Hier sehe ich schon ein Ausrufezeichen und eine Sehenswürdigkeit. Endlich ein Sieg. Ja, endlich. Und endlich ein Lager. Schon gehört? Evelyn ist letzte Nacht abgehauen. Hat gesagt, sie will sich den Freikämpfern anschließen. Na super. Ah, da haben wir bereits den Marschall. Das war eine famose Vorstellung, Inquisitor. Meine Männer konnten die Horde kaum in Schach halten. Bastien Proul, Marschall der großherzoglichen Truppen hier in den Dales. Proul, so spricht man das aus. Ja, warum seid ihr hier? Warum habt ihr euch hier verschanzt? Wir mussten uns von der Westfront zurückziehen. Die Dämonen und Untoten waren einfach zu zahlreich. Aber hier ist es nicht viel besser. Meine Patrouillen kehren nicht zurück. Nachrichten kommen nicht an. Ich habe seit Wochen nichts aus der Hauptstadt gehört. Wenn wir unsere Vorposten zurückerobern, die Wälle oder sogar die Garnison am Fluss, so geht das nicht weiter. Ich will wie ein Soldat sterben, anstatt mich unter dem Bett zu verstecken und zu beten, dass die Monster mich nicht finden. Eine recht radikale, aber auch teilweise verständliche Einstellung, denn irgendwann werden die Monster oder in diesem Fall die Untoten ja sowieso auch Orlais erreichen. Ja, haben sie eigentlich schon. Naja, wir haben die Wälle zurückerobert, das haben wir. Ich habe die Toten von den westlichen Wällen vertrieben. Wirklich? Beim Erbauer, wenn ihr die Wälle zurückerobert habt, gibt es noch Hoffnung für uns. Ich würde ja unsere Truppen außerhalb der Dales warnen, aber angesichts des Chaos kommen unsere Boten nicht durch. Dämonen, diese verfluchten Freikämpfer oder wie sie sich nennen. Freikämpfer der Dales? Die etwa? Ich habe etwas über die Freikämpfer der Dales gehört. Was wisst ihr über sie? Das ist eine Bande von Verrätern. Alles Schwächlinge. Dachten, der Krieg besteht nur aus ein, zwei Scharmützeln und dann geht's wieder ab zu Muttern. War aber nicht so. Also sind sie abgehauen und haben sich dem Erstbesten angeschlossen, der ihren Wankelmut für akzeptabel hielt. Jetzt wollen sie Unabhängigkeit, um nochmal ganz neu anzufangen? Lächerlich. Okay. Ich gehe dann jetzt mal. Guten Tag. Können wir dem Bescheid geben? Die Lage bessert sich langsam, Inquisitor. Ja. Ich gehe dann jetzt mal. Lebt wohl. Befriedung der Siegeshöhe haben wir auch geschafft. Okay. Frieden für die östlichen Wälle haben wir auch geschafft. Ah. Es ist nichts Tolles, es ist nichts Großartiges, aber immerhin... Ein friedlicher Ort, an dem kein Krieg herrscht, beanspruchen. Fort Revasan. Wusstet ihr, dass Revas das elfische Wort für Freiheit ist? Revasan bezeichnet somit den Ort, an dem die Freiheit lebt. Ich frage mich, warum man diesem Fort nach der Rückeroberung der Dales nicht einen passenderen Namen gegeben hat. Vielleicht ist die alte Weisheit ja noch wahr. Wenn man sich erst an einen Namen gewöhnt hat, ist es schwer, ihn wieder zu ändern. Die Mauern dieses Ortes sind uralt, ich hoffe, sie stürzen nicht ein. Okay, Feldwebel Meure Saul. Habt ihr da draußen einige unserer Gefallenen gesehen? Verluste? Sind viele eurer Männer gefallen? Was ihr hier seht, ist der traurige Rest. Wir waren einmal 1000 Mann. Nicht zu wissen, was mit den Männern geschehen ist, die nicht zurückkehren, ist das Schlimmste. Sind sie desertiert oder tot? Falls sie tot sind, haben wir nichts, was wir ihren Familien sagen oder schicken können. Okay. Viel Glück. Briefe der Soldaten 4 von 7. Und hier haben wir ein weiteres Buch.
Ach Gott, von Varric. Ihr könnt es euch gerne durchlesen, wie gesagt, pausieren, lesen, aber für mich ist das zu viel Wissens. Und nichts. Und gehört. Boah, das ist zu viel, Leute. Tut mir echt leid. Nee, das wäre mir zu viel beim besten Willen. So, die Frage ist, wie geht's jetzt weiter? Wir müssen jetzt noch die Briefe... Wie hast du gesehen? Wir müssen noch die Briefe finden. Wir müssen noch das tun, wir müssen noch jenes tun. Wir müssen noch einiges tun. Ja, die Briefe. Jetzt haben wir die... Jetzt haben wir den Salat. Ah, die Briefe finden. Gut, wir haben eine neue Aufgabe, die wir jetzt direkt mal machen können. Ah, das wird ein Spaß. Huiuiui. Ich bin ein bisschen müde, wenn ich ehrlich sein darf. Ui, da jetzt habe ich da... Jetzt füßel ich hier schon mit den Kabeln unter meinem Schreibtisch. Das öde Ufer. Das öde Ufer. Ich glaube es nicht. So, wir wollen zusehen, dass wir hier die Notiz finden. Damit die Familien und Angehörigen zumindest ein Zurückbleibsel der Toten haben. Auch wenn ich mich frage, ob das so toll ist. Vielleicht ist Unwissenheit ja manchmal sogar besser als Gewissenheit. Aber das dürfen wir nicht entscheiden. Wir sollen nur die Briefe finden. Ja, ja. Das sieht mir nach einem Brief aus. Ja, nehmen. Geliebte Mutter, es ist alles gut, mach dir keine Sorgen. Glaube nicht, was andere dir erzählen. Vertraue mir, deinem Sohn. Ich würde dich nie belügen. Der Krieg verläuft gut und Sedens Truppen sind auf der Flucht. Halte Hoffnung und Glaube aufrecht. Ich werde bald wieder zu Hause sein. Bestelle bitte Dorette und den Kindern meine Liebe. Dein treuer Sohn Hugo. Was denn? Nicht respektlos werden, bitte. So, da waren es nur noch zwei. Ich rede von nicht respektlos werden. Nein, Spaß beiseite. Zwei Briefe müssen wir noch finden, dann was haben wir das geschafft. Das ganze Gewese über den Herold Andrastes Blackwall. Warum? Ich muss einfach nur wissen, ob ihr zu komplexen Gedanken fähig seid. Dann fühle ich mich besser. Wieso versucht ihr es dann nicht mit einem Silbenrätsel? Ihr würdet ein Silbenrätsel lösen, wenn ich es euch stelle? Nie im Leben. War ja klar, dass die Antwort kommen muss. Nie im Leben. So, wir müssen hier hochkraxeln an der Leiter. Ganz genau. Wusste ich's doch. Und dann irgendwie da hinten zum Turm. Okay, das klappt ja sogar ganz problemlos. Da war ein Loch im Boden. So. Tiefenpilze. ...21 von 29. Die Getränke von Cides. Alvarado Badewannen Stiefelkreichen. Wer das lesen kann, hat das Zeug noch nicht getrunken. Tolle Beschreibung. Hochwertiger Dalish-Bogen, das klingt gut. Oh Mann. Letzte Worte. Dieser Brief, gefunden in der Tasche des Untergewands eines toten Soldaten, ist nur ein auf das Pergament gemalter Herz zusammengerollt und mit einem Goldring fixiert. Oh Mann. Und hier haben wir auch direkt die letzten 5 Scherben, vermute ich mal. Ganz genau. Und 1. Und 2. Und Numero 3. Und... Was? Hier oben ist gar nichts?
Hallo? Ah ja. 5. So, Questkarte. Ja. Danke, verteilt die doch noch mehr. Ist ja super. Aber wir wollen erstmal die Scherben beiseite lassen und zusehen, dass wir hier den letzten Brief finden. Darf ich denn hier durch? Also, da hätte ich mich aber jetzt aufgeregt, wenn das nicht geklappt hätte. Wir sehen zu, dass wir noch ganz schnell die letzte Notiz aus dem Gebiet fischen. Boah, guckt euch an, alles zerstört, alles so trostlos. Da kriegt man ja selber Frustration, wenn man das Ganze hier sieht. Felder noch bestellt, das ganze Dorf zerstört. Oh Mann, oh Mann. Letzte Worte. Ein abgegriffenes Stück Papier, viele Male... viele Male entfaltet und wieder zusammengefaltet. Pläne nach meiner Rückkehr, Wildschwein vom Grill und Wein im schwarzen Schwan. Besuche bei Arnaut in der Goldenen Lilie, eine Partie Sündenfall. Schwimmen im Celestinsee wie in meiner Kindheit. Manchmal ist die Lust das Einzige, das mir noch Hoffnung gibt. Ein schöner Tod. Was? Der wurde von einem Wagen überrollt. Das ist kein schöner Tod. So Leute, aber ich würde sagen, wir machen hier mal einen Schnitt. Teilweise, weil ich etwas Wichtiges vergessen habe und teilweise, weil wir schon bei 21 Minuten sind. Der Controller ist immer noch angeschlossen, liebe Xbox. Ich sage an dieser Stelle Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier bei den erhabenen Ebenen oder eher gesagt in den erhabenen Ebenen. Dann machen wir weiter und werden, oh Gott, ja, die Scherben sammeln, würde ich sagen. Ja, beim nächsten Mal gibt es dann erstmal wieder einige Scherben. Bis zum nächsten Mal.